So, Tag auch, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin heute ein bisschen verschnuppert. Seht es mir nach. Da hinten steht aber auch schon der Covid-Test. Der ist negativ gewesen. Ja, insofern macht euch bitte keine Sorgen. Ich werde es vermutlich überstehen. Ja, ich hoffe, ihr freut euch da jetzt auch drüber. Ja, kommen wir zur nächsten News Reaction. Und zwar, Schalke 04 trennt sich, beziehungsweise Ingolstadt schmeißt Leihspieler Bujalab aus, hat die Bild-Zeitung jetzt geschrieben. Was ist passiert? Nassim Bujalab hat wohl die ein oder andere Regel verstoßen beim FC Ingolstadt und Ingolstadt will nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Das ist erstmal persönlich, tut mir das sehr, sehr leid für Nassim Bujalab. Ich denke mal, dass Nassim vielleicht auch einen kleinen Schaden mehr oder minder von der letzten Saison mit sich getragen hat. Denn in dieser Mannschaft, man darf es ja fast nicht Mannschaft nennen, in der letzten Saison, da irgendwas an Mentalität aufzubauen für den jungen Spieler ist natürlich extrem schwer. Und ich kann mir vorstellen, dass da die Ansprüche jetzt vielleicht einfach ein bisschen höher gewesen sind und er denen nicht gerecht worden ist und dementsprechend angefangen hat, einfach misszubauen, ne? Und das geht natürlich nicht. So, was kann Nassim jetzt noch machen? Ja, jetzt kann er abwarten, wo seine nächste Station ist und dann hoffe ich mal, dass er da wirklich den Verein findet, wo er hingehört, den Ort findet, wo er hingehört. Und wenn es vielleicht nachher Schalke ist, ja, wenn er nochmal wieder in der zweiten Mannschaft nochmal neu starten muss oder was, dann ist es halt auf Schalke. Aber er muss sich da jetzt wirklich strecken. Ne? Er kann jetzt wirklich nur nochmal wieder kleinere Brötchen backen und dann nochmal alles geben. Ne? Einfach Gas geben. Ja? Wie gesagt, tut mir persönlich sehr, sehr leid für ihn. Sehe ihn jetzt auch nicht bei uns aktuell in der ersten Mannschaft. Absolut nicht. Dafür hat er einfach zu wenig Leistung auch bei Ingolstadt gezeigt. Und ja, dementsprechend alles Gute an dieser Stelle auf jeden Fall an Nassim Bujalab. Kommen wir zu den Kollegen Dominik Drexler. Der ist nicht mal im Kader gewesen. Haben wir gestern auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich denke mal, beim nächsten Mal ist er wieder mit dabei. Drexler für mich einfach ein Typ, der ja, in gewisse Weise einfach abgewichst ist, einfach ein abgezockter Typ ist und den brauchen wir auf jeden Fall für den Rest der Saison, brauchen wir den auch im Kader. Und ich finde es ganz gut, dass er jetzt auch mal in Anführungsstrichen einen kleinen Schuss vor den Bug bekommen hat, einfach um klarzumachen, okay, jeder und verdammt nochmal, jeder muss hier wirklich um seinen Stammplatz kämpfen. Und es ist scheißegal, ob du 31 bist, ob du 700 Bundesligaspiele schon hinter dir hast oder zwei. Es ist scheißegal. Du musst Gas geben. Und ja, deswegen, also ich rechne auf jeden Fall wieder mit Drexler in Zukunft. Dann Hoffenheim und Schalke wollen Utara. Ja, ich tue mich sehr, sehr schwer mit der Quelle. Ich sag's euch ganz ehrlich, ne? Fußballtransfers exklusiv. Uiuiuiui, also da hört es bei mir echt schon auf. Ne? Nach FT-Informationen steht der 2005 geborene Mittelfeldspieler aus der U19 von Racing Straßburg auf der Liste der beiden Clubs. Also RB Salzburg ist wohl dran, Hoffenheim und Schalke. So gut, das sind jetzt schon drei, das macht ja schon mal nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 33%. Abgesehen davon könnte er auch bei seinem eigentlichen Club bleiben, sind wir noch bei 25%. Wenn ich jetzt doch die Quelle mit hinzunehme, sind wir bei 10%. So what? Ich glaube nicht, dass der Herr Abdul Ouattara zu Schalke 04 wechselt. Wenn nicht, dann ja, nehme ich alles zurück. Dann werde ich auf jeden Fall auch nochmal das ein oder andere Mal bei Fußballtransfers reinschauen und mir das mal gönnen. Aber wie gesagt, in der Vergangenheit hat mich die Seite jetzt auch überhaupt nicht überzeugt, was ich sag mal, die Quellen angeht. Dann haben wir Folgendes. Und zwar, 1. FC Köln, Test gegen Schalke 04. So sehen die Fans das Spiel. Wie geil ist das denn? Wir haben jetzt nochmal in dieser Woche ein Testspiel. Das ist Punkt 1. Wie geil ist das denn? Punkt 2, was ist das für eine Scheiß-Anstoßzeit? 13 Uhr, donnerstags. Alter, das kann doch kein Mensch wieder sehen. Ja,
Ich meine, klar, wir können es nachher im Real Life sehen. Schalke überträgt es auf YouTube. Dafür nochmal danke auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall stark, dass Schalke mittlerweile alle Testspiele auch auf YouTube überträgt. Und ich finde auch der Content, by the way, wird bei Schalke immer besser. Langsam und stetig. Ja, auf jeden Fall. Find ich es geil, auf jeden Fall, dass man jetzt nochmal ein Testspiel gegen Köln da reingepackt hat. Jetzt auch mal gegen Bundesliga-Verein, finde ich stark. Genau, da schreibt es der Reviersport nochmal. Da haben wir nochmal Bujelab. Danny Latz haben wir gestern auch schon gesprochen. Dann sprechen wir mal hier drüber. Der Westen, FC Schalke 04. Anblick macht Fans traurig. Verstehe ich nicht. Das ist schon wieder so eine Sache, ne? Man muss ja draufklicken, man weiß ja überhaupt nicht, worum es geht, ne? Okay, hier vorne, da auf dem kleinen Bildchen, da könnte man eventuell, aber guck mal, selbst das verpixelt hier. Da könnte man so ein bisschen vermuten, um wen es geht. Ich sage es euch, es geht um Timo Becker, um das, dass Timo Becker jetzt im Trikot von Hansa Rostock spielt. Und macht der mich traurig, der Anblick? Nein. Muss ich ehrlich sagen, Timo Becker hat in der Hinrunde jetzt einfach kaum gespielt, hat zwar eine super Vorbereitung wirklich gehabt, da muss ich wirklich sagen, ich habe mich gewundert, dass er nicht gegen Ende hin zumindest mal das eine oder andere Mal eingewechselt worden ist. Ich denke aber mal, dass Timo Becker vielleicht auch ein ähnliches Problem aktuell hat wie Nassim Bujelab, nämlich ein Anspruchsdenken, das einfach dadurch entstanden ist, dass er in der letzten Saison gebraucht worden ist, wo, ich sag mal, die ganzen Versager, die älteren Spieler, nicht da gewesen sind. Da ist ein Timo Becker einfach da gewesen und hat gespielt. Und ja, jetzt in der zweiten Liga wird er plötzlich nicht mehr gebraucht. Das ist natürlich schwer für einen Spieler, damit umzugehen. Ne? Ist absolut schwer. Und deswegen hoffe ich, dass er bei Hansa Rostock da jetzt einfach einen guten Start jetzt wieder hinbekommt. Ne? Ich sehe ihn auch tatsächlich jetzt aktuell nicht besser als einen Kaminski, als einen Itakura, als einen Sané, als einen Chao. Insofern finde ich den Transfer goldrichtig, finde ich absolut richtig, den zu einem anderen Verein jetzt zu verleihen. Und ja, ich hoffe, dass es bei ihm besser läuft als bei Nassim Bujelab. Also das war ja wirklich jetzt wirklich die Katastrophe. Jo, und dann kommen wir zum Kicker. Bestnote für SO4 Neuzugang. Kicker 11 des 20. Spieltags. Windheim ist auf jeden Fall mit drin. Finde ich geil. Finde ich auch absolut zurecht. Und ja, das war's damit für heute. Jo, wann bin ich das nächste Mal für euch am Start? Ihr könnt mich am Mittwoch erleben beim Schalker Dreisel. 20:30 Uhr geht es da auf jeden Fall los. Wenn sich das jetzt nicht hier noch irgendwie komplett verschlimmert mit meiner Erkältung, bin ich auf jeden Fall dann am Start. Übrigens, ich habe noch einen PCR-Test ausstehen übrigens. Ne? Also nicht wundern, falls ich doch nochmal sagen sollte, es ist Corona, dann ist es, dann muss ich jetzt schlicht und einfach drauf warten, auf den PCR-Test. Bin jetzt vorübergehend, erstmal bis das Ergebnis da ist, bin ich in Quarantäne so gesehen. Und ja, dann mal abwarten. Aber die Schnelltests sind alle negativ gewesen. Insofern bin ich da sehr optimistisch, was das angeht. Jo, macht's gut, Leute. Bis dahin und ciao.